Was geht ab, meine Sie-Fighter-Austria, und heute machen wir die zwei neuen Doku-Events von Google Tableau und Full Power Broly, Freunde. Bevor wir das machen, wir haben für die Charaktere schon gesammelt. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, das könnt ihr euch gerne ansehen, ist schon online. Dort bin ich am Anfang, bevor wir mit dem Summon angefangen haben, Freunde, kurz auf die ganzen Informationen und Details auf der Punch-Version drauf eingegangen, denn da ist wirklich viel los. Am besten schaut ihr mal darüber und dann habt ihr alle Informationen und Details, vor allem auch die japanischen aktuellen Missionen, die Übersetzungen. Der Link dazu ist im Video, im Summon-Video, Freunde. Außerhalb davon, wenn wir heute noch live gehen, indem ich das Video online stelle, heißt am 27.12. um 20 Uhr. Den Streamplan entnehmt ihr auch aus der Streambeschreibung, sorry. Da machen wir das Extreme Sea Battle, das neueste von Broly. Heißt, wenn ihr Zeit und Lust habt, schaltet auf jeden Fall ein. Aber ich würde sagen, wir fangen dann sofort mal an. Gucken uns kurz Informationen an zu den Dokken-Events und dann springen wir auch gleich rüber, Freunde. Zum Dokken-Event von Vegeta, sage ich. Gogeta Blue gibt es folgendes zu sagen, Freunde. Wie immer, sie hat Super Sai auf Super Sai droppen. Die 7 Medaillen pro Clear. Und dann werden wir gleich schlauer, was es da zu wissen gibt in den letzten Phasen. Ich glaube, man kann ihn nicht stunnen, seinen Angriff nicht senken, die Verteidigung nicht senken. Wie gesagt, das sehen wir gleich im Kampf selbst. Die Charaktere, die hier gelistet sind, machen vermehrt Schaden gegen ihn, annullieren seine Damage Reduction. Wir wissen, wie das Ganze läuft mit Dokken Events. Könnt ihr euch gerne mal abchecken. Das sind quasi die Broly und Paragus, ja, so, oder die Broly aus dem Dragon Ball Super Broly Film. Und dann gehen wir gleich rein. Wie gesagt, 7 Sitzmedaillen brauchen wir, um den Gogeta zu awaken. 35 um den neuen Goku und 35 für den neuen Vegeta. So viel eigentlich zu den Informationen zum Gogeta-Event. Und Broly ist dann quasi, ja, sein Gegenspieler. Folgende Charaktere, wie immer auch, sie hat Super Saiyan, Super Saiyan 7 Medaillen. Und dann werden wir auch gleich schlauer, was da abgeht im Kampf selbst. Ich habe das nämlich noch nicht gemacht. Jedenfalls, diese Charaktere hier machen mehr Schaden oder vermehrt Schaden gegen Broly und haben oder sorgen auch dafür, dass seine Damage Reduction annullieren etc. Also wenn ihr die Charaktere habt, könnt ihr sie auf jeden Fall mitnehmen. Da sind auch die Free-to-Play-Charaktere mit dabei. Wenn ihr euch ein Team mit ihnen bauen könnt, dann geht da auf jeden Fall so rein. Ansonsten solltet ihr auch in den beiden Events mit euren Kategorie-Teams gut zurechtkommen. Aber 77 Medaillen brauchen wir, um den Broly zu awaken, und 35 um diesen Broly hier. Und dieser Broly hat direkt sein Easy A bekommen. Das ist wirklich sehr cool. Und diesen Broly sollte man nicht unterschätzen. Der ist wirklich auch sehr stark. Und vor allem auch Broly und Paragus. Für ihn braucht ihr 35 Medaillen. Für ihn auch 35 von dem neuen Broly Event. Die drei, also Broly Paragus, der Easy A Broly und der neue Broly, die synergieren schon wirklich gut in ein Team. Und das Easy A, wie gesagt, das machen wir heute Abend. Da bin ich auch drauf gespannt, wie das Ganze verlaufen wird. Apropos Easy A, ich sag's jetzt schon mal, bevor wir in das Event reinspringen. Aus diesem Easy A oder aus dem Extreme Battle von dem Boy, da bekommt ihr auch die Medaillen von dem Free-to-Play Goku Blue und dem Free-to-Play Vegeta Blue. Aber lange Rede, kurz Sinn, lass mich kurz mein Team wählen und dann gehen wir zuerst rein in das Event von Broly und dann gegen Gogeta. Alles klar, Freunde, und wir sind im Dokken-Event vom neuesten Broly. Mein Team sieht folgendermaßen aus, nicht wundern. Mein Gogeta ist natürlich noch nicht awake, aber nicht schlimm, der sollte auf jeden Fall sein Team oder seinen Zweck gut machen. Sein Leader-Skill funktioniert trotzdem. Ich habe meine Movie-Heroes-Charaktere und Fusion-Charaktere zusammengewürfelt und in Sachen Team-Aspekt, sorry, geht da natürlich sehr, sehr viel. Deswegen bin ich umso gespannter, was mit den Charakteren, ohne Spaß, mit diesen Dual-Cartoon-Leader-Skills, da geht wirklich so viel, Freunde. Ich bin echt auch gespannt, das Ganze noch testen zu können, beziehungsweise sowohl Broly als auch Gogeta dann die Zeit oder die Tage awaken zu können und dann, ja, showcasen zu können für euch, in Showcase rauszuhauen. Wie gesagt, das Team ist von mir so zusammengeführt, sage ich mal. Also mein Gogeta ist noch nicht awake, also haben wir dann euch den besten Boost etc. Darum geht es mir aber auch nicht. Ist einfach das Team mitgenommen, just for fun mal, und in das Event rein. Sollten wir trotzdem schaffen, auch wenn mein Gogeta noch nicht awake ist, das wird trotzdem auf jeden Fall gut tun. Gogeta und Broly, den Friend Gogeta und Broly werde ich in einer Rotation. Gogeta und Broly, sage ich. Sorry. Ich höre die ganze Zeit Gogeta und Broly, überall ist von Gogeta und Broly. Ich bin auch total im Hype. Aber Gogeta und Super Gogeta, ihr seht es, beide linken sich. Wir haben es in der Runde davor gesehen. Wir machen das hier, ist das? Wir tun mal meinen Gogeta rausrotieren. Dann passt das. Ihr habt das in der letzten Runde gesehen, denn der AGL heißt Super Saiyan Gogeta und der Int heißt Super Gogeta. Heißt, man kann auf jeden Fall beide in einer Rotation spielen. Da müsst ihr euch keine Probleme, Sorgen machen. Und das funktioniert auf jeden Fall. Sie teilen sich 6 von 7 Linkskills. Also die Rotation mit dem Super Gogeta Int und mit dem AGL Super Saiyan Gogeta ist wirklich sehr, sehr gut, Freunde. Auch an sich, habe ich euch gesagt, lasst euch nicht von den Zahlen täuschen, ja. Lasst euch nicht davon täuschen, dass, oh, Konter, nice, dass Broly 188% Angriff bekommt. Freunde, Gogeta spielt da ein bisschen nochmal nicht mit dem Zahn, sage ich mal, sondern seine Multiplayer sind höher. Das, was er drauf hat, er bekommt Great Race Attack für eine Runde transformiert, für 3 Runden. Er crittet immer, er macht immer sehr effektiven Schaden nicht transformiert. Das spielt natürlich auch eine sehr, sehr starke Rolle. Und Broly, sein Multiplayer, SM-Multiplayer ist ein bisschen schlechter. Er hat 150%, Gogeta hat 160%, so mit Dreh rum. Oh, er greift jeden an.
Okay. Oh, er greift jeden. Wisst ihr, lass das da trotzdem so. Da bin ich gespannt, wie viel Schaden der jetzt an uns machen wird. Sollte ich Icarus aktivieren? Machen wir mal zur Sicherheit. Und ich weiß nämlich nicht, ich bin hier zum ersten Mal rein. Weiß nämlich nicht, wer das Ganze ausgibt, wie Schaden der macht, etc. Lass einfach mal so testen. Ich will Broly natürlich nicht schlecht reden, physisch Broly. Der ist wirklich auch übertrieben gut. Aber das meinte ich halt, wir müssen quasi erstmal darauf warten, bis die Charaktere reinkommen. Und man sollte sich nicht von der Theorie oder von den Zahlen so schnell irritieren lassen oder dadurch direkt urteilen, weil dieser Gogeta Blue, der hat es verdammt nochmal in sich. Sowohl nicht transformiert als auch transformiert. Mit dem Multiplayer, der kommt, auf die SM-Multiplayer. 106% hat er so oft, also höheren SM-Multiplayer. Der tut halt, der macht halt sehr viel gegen Schaden gegen alles. Transformiert, krittet der gegen alles. Was willst du mehr? Der kann dodgen, das ist brutal. Der Junge ist, guck mal. 2,1, okay. In dem Event macht der Fan-Match Schaden, das ist nochmal was anderes. Oh, die Super-Deck von Broly. By the way, die SA von Broly nicht dran zu mitmacht Supreme-Damage gegen jeden und nicht Kolosse. Also Kolosse kam nicht durch. Wobei auch, da wurden wir schlauer in den Kommentaren, danke an euch. Also, beziehungsweise ich wurde schlauer. Das wusste ich so nicht. Dass Kolosse-Damage für SA 10 einen geringeren Boost hat als auf SA 20. Was heißt das? Das heißt, Kolosse und Megakolosse sind quasi wirklich für alle Charaktere gedacht. Heißt, wenn ein Theo-Charakter Colossal Damage hätte, dieser Broly hat es nicht, wie gesagt, aber wenn er es hätte, dann wäre das ein schlechterer Boost, schlechter als Supreme Damage, so gesehen. Also deswegen passt es mit Supreme Damage, jedoch hat er erst transformiert. Boah, der wird viel Schaden bekommen, ich lasse es mal so. Jedoch hat er erst transformiert, immense Damage und tut massiv die Verteidigung des Gegners verringern. Freunde, wie gesagt, bei allem Respekt, ich wollte mit dem nicht sagen, dass Gogeta tausendmal besser ist als Broly oder Broly schlechter ist. Nein, ich wollte einfach nur damit klarstellen, dass man, wenn die in Details und so rauskommen, nicht so schnell urteilen sollte, weil es liegt nicht nur an den Zahlen, ja. Es liegt nicht nur an den Zahlen, nur weil bei Broly 188% Angriff steht, werdet ihr erstaunt sein, dass er ein bisschen weniger Schaden macht, als ihr euch vielleicht denkt und Gogeta daher schon reinhaut. Aber das ist genau das, weil von Gogeta hat man gedacht, der macht keinen Schaden, weil er so wenig Attack Boost hat. Aber der kommt mal mit Effektivität, mit Crit etc. Und bei Broly ist genau andersrum. Aber beide Charaktere sind wirklich auf einem selben Level. Die sind wirklich übertrieben gut. Ich meine, Broly, der gibt sich selbstständig Ki. Also Ki 6 transformiert bis 8. Der tut die ganze Zeit ulten. Hat eine Additional Attack und dann auch noch ulten. Es ist insane, Freunde. Wenn wir gerade davon reden. Boah, guck mal, der hat uns fast rausgenommen. Und wir transformieren uns. Fünfte Runde transformiert sich unser Boy. 5 Runden vergehen, Freunde. Das ist nicht die Welt. Also das wird sich oft, ihr werdet ihn oft transformieren sehen und wenn das passiert, dann ist er total RIP und oh mein Gott, was ist das für eine schöne Rotation, und bei genau worauf ich dann hinaus sollte ist, machen wir jetzt ganz mal so, ja, machen wir mal lieber so, bei Gogeta Blue könnt ihr oder geht ihr am besten auf Additional Attack, heißt Maximum Level 20 Additional Attack, Level 6 Crit könnt ihr gehen. Warum? Weil nicht transformiert macht er sehr effektiven Schaden gegen ihn. Transformiert crittet er gegen ihn. Deswegen geht man bei Gogetas an sich auf mehr Dodge, weil sie haben dann mehr davon. Sorry, weil ich den Dodgen gesehen habe. Geht ja nicht auf Dodge. Man geht auf Additional Attack natürlich. Also man geht bei den Gogetas mehr auf Additional Attack, weil sie davon mehr haben. Weil sie eben sehr effektiven Schaden gegen ihn machen. Und Gogeta Blue dann gegen jeden crittet. Deswegen macht man das so bei den Gogetas. Bei Broly geht ihr beruhigt auf Crit. 15 Crit, 11 Additional Attack, wenn ihr da 2 Dupes habt. Weil, falls ihr Giant Gogeta auf Crit geskillt habt, weil er, weil er damals quasi, oder weil er immer noch einen konstanten Boost hat, ihr habt alles richtig gemacht, ihr habt nichts falsch gemacht, keine Sorge. Nach seinem ICA kann man aber vielleicht bei ihm auch auf dann Additional Attack gehen, weil ich bin mir sicher, er wird einen prozentualen Boost bekommen, dann wird er seinen konstanten verlieren. Aber wenn ihr da auch auf Crit gegangen seid bei Gogetas, da habt ihr nichts falsch gemacht, das meine ich damit. Nur wenn ihr könnt, dann geht bei ihnen auf Additional Attack. So viel zu dem Event von Broly, lasst uns direkt rüberspringen zu dem von Gogeta. Alles klar, und wir sind im Event von Gogeta, kämpfen zuerst gegen Super Saiyan Vegeta Strength. Das Team sieht bei mir folgendermaßen aus, Freunde. Wir können ja hier quasi Movie Boss Charaktere und Full Power Charaktere nutzen. Mein Broly ist auch noch nicht awake. Mein Gogeta vorhin war noch nicht mal im Dupe System vorangebracht, das habe ich total vergessen gehabt. Aber beide Charaktere von mir sind, Moment, wir machen das Ganze jetzt aber erstmal. Eigentlich würde ich gerne Vegeta raushauen. Machen wir das Ganze mal so. Was hatte ich sagen? Genau. Beide sind aber auf SC10 bei mir soweit. Wie gesagt, noch nicht awake. Jedenfalls können wir ja unter Broly's Leader Skill Movie Boss Charaktere mitnehmen und Full Power Charaktere.
Heißt, Freunde, das Team ist ein bisschen wischiwaschi, aber es wird auf jeden Fall funktionieren. Ich denke, das wird auf jeden Fall funktionieren. Dieser Metal Cooler, der gibt jedem Verbündeten 30% auf den Angriff, aber nur Extreme Class Verbündeten Key plus 2. Das ist die Sache, aber trotzdem gibt es einen guten Angriff. Zum Beispiel hier für LR Gohan. Ich will so spontan mal in der Rotation halten: LR Gohan mit Broly. Nee, Evo Vegeta mit Broly. Evo Vegeta mit dem Friend Broly. Und LR Gohan mit Full Power Goku, genau. Und Evo Vegeta mit Broly, Freunde, funktioniert wirklich gut, weil sie haben Prodigies. Prepare for Battle, Super Saiyan Fierce Battle. Das ist echt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja. Apropos Vegeta, das ist der Strength Vegeta, der sich zu Gott Vegeta transformiert, Freunde. Und ich habe mir gesagt, zu dem Gott Vegeta, ich hätte es cool gefunden, wenn er noch Prepare for Battle hätte. Dann wäre er wirklich der beste Partner für Evo Vegeta, weil dann hätte er noch zusätzlich, was ihm quasi fehlt, an Angriffslinkskills wäre Warrior Gods. Das hätte der Gott Vegeta. Und aber er, die Titans hat keine Linkskills. Vorhin im Stream, Shoutout, da hat jemand auf jeden Fall sehr gut mitgedacht. Er hat gemeint, du, man kann trotzdem auf jeden Fall Evo Vegeta mit dem Gott Vegeta in einer Rotation spielen, dann stellt man halt Evo Vegeta. Moment, wer kommt? Den tun wir raus, weil den ich mit LR Gohan halten. Da tut man halt quasi Evo Vegeta in die Mitte stellen, denn der Gott Vegeta, er bekommt ja selbstständig durch die Key plus 3. Heißt, wenn der Rotationscharakter dann an der Stelle. Was mache ich mit dem Key eigentlich? Egal. Heißt, wenn der Rotationscharakter an der Stelle im Prepare for Battle hat, dann kommt auch Evo Vegeta auf seine Ulti. Also, realistisch gesehen. Shoutout und Respekt, das stimmt tatsächlich. Das hatte ich nicht so direkt bedacht, als ich die Infos zu den Charakteren hatte. Schaut euch mal diese Super Attack an. Supreme Damage und greift hier jeden an der Stelle an. Wir greifen aber nur ja, einen an. Also Broly ist in der Hinsicht so gestört, der braucht halt, der kam auch total zurecht, klar, durch die Key und das. Der braucht eigentlich niemanden so gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Der braucht legit eigentlich so gesehen niemanden. Jetzt gucken wir mal, mein Broly ist nicht awaked. Ja, gucken wir mal, was der drauf hat. Ansonsten haben wir LR Gohan hier am Start. Also, ganz ehrlich, diese Dual Katrilli, das Skills, die haben es mir so angetan. Man kann da so viele Teams bauen, so viele Szenarien erstellen. Das ist richtig geil. Ich freue mich richtig drauf, auf jeden Fall. Und genau, wie sieht das Ganze jetzt mit meinem Boy hier aus? Der hat schon ein bisschen gut Schaden genommen, aber wie gesagt, SC10, 55%. Ah, die Super Attack sieht gleich aus. Awaked und nicht awaked, die erste. Zumindest. Okay, ja, nicht schlecht. Er ist noch nicht awake. Er ist noch nicht awake. Fast eine Minute rausgehauen. Und ihr dürft nicht vergessen, wir haben noch nicht den besten Boost durch die Healer Skill, weil mein Broly und Gohan, die sind nicht awake. Sonst hätten wir zweimal 170% auf den Angriff. Oh! Das wird wehtun. Oh oh. 112.000. Wie viel Leben haben wir eigentlich? Kann sein, dass Cool jetzt hier umgehauen wird, auf jeden Fall. Okay, knappe Kiste. Und fertig, das hat das gestört haben, Broly. Vorhin eine vierte Runde und oh mein Gott, der transformiert und wie geil sieht die Transformation aus. Vierte Runde und dann ist totale Eskalation. Und die Rotation, die ist, Freunde, schaut mal jetzt. Ohne Evo hätte jetzt Broly 192.000 und mit Evo hat er hier an der Stelle. Wie viel? 236.000. Nur her damit. Nur her damit. Oh mein Gott. Und jetzt bin ich drauf gespannt, was der hier raushauen wird. Das ist so brutal, Freunde. By the way, die Enhanced Transformation Kategorie sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen. Weil da ist jetzt Broly am Start, Gogeta Blue ist am Start, Evo Vegeta ist am Start, Ui Goku ist am Start und Goku Black Rose. Also das Team würde ich auch gerne mal testen. Natürlich unter dem Leader Skill von Super Buu. Und 1,91. Das ist der Friend, ja, das ist der Friend, klar. Feueratem raus und dann die Super Attack. Oh mein Gott, die AC-Animation, die sieht so übertrieben aus. Warum? Ja, jetzt bin ich sauer, Gohan, ja? Jetzt bin ich sauer. Ich wäre auch sauer auf jeden Fall. Okay, jetzt guck mal, die Rotation ist auch auf jeden Fall nice, aber die könnte halt legit wehtun, müsst schon aufpassen, weil unterschätzt das Event nicht, die machen gut Schaden, die Charaktere. Beim Respekt, die machen echt gut Schaden, wenn einmal ein Falscher getroffen wird, der kassiert viel Schaden und die Charaktere greifen auch oft an. Guck mal, Gogeta, der will uns umbringen, wie oft er angreift, der will uns komplett zerstören einfach. Aber alles gut. Wir haben den Link, ey, ganz ehrlich, Brolys Transformation, vierte Runde, Freunde, der transformiert sich, also beim Respekt. Keine Nebenbedingungen, gar nichts. Zack, der transformiert sich einfach. Das ist übertrieben gut. Bei Gogeta ist eine Runde drauf. Aber Gogeta, Freunde. Ich schwärme vielleicht ein bisschen von Gogeta, aber viele hatten den falschen Eindruck, als die Infos rauskamen. Gogeta ist, der ist insane. Ich könnte auch
ganz ehrlich vorsichtig ausgedrückt sagen, das ist der beste Theo-Charakter im Spiel. Weil der kann alles. Der kann so viel verdammt. Abgesehen von seinem Leader-Skill. Effektivität, Crit, Dodge, seine Boosts, seine Multiplier, SA Great Race Attack und sein Double Stack nach der Transformation. Das ist insane. Aber wie gesagt, ich will Broly nicht schlecht reden, weil Broly ist genauso gut. Also um jetzt die zwei Charaktere sind die zwei besten Theo-Charaktere vor allem, damit wir uns nicht streiten. Die gehören zu den zwei Top-Theo-Charakteren. Und Broly, vierte Runde transformiert sich direkt, haben wir gesehen, und der zerstört dann komplett links und rechts alles. Also, die zwei sind wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich will wirklich nicht den einen schlecht reden, den anderen gut reden. Die zwei sind wirklich auf einer Ebene. Nur worum es mir geht, habe ich, glaube ich, zu oft gesagt, man sollte... Oh, hier kommt gleich ein guter Angriff raus. Man sollte wirklich nicht nur auf die nackten Zahlen sehen oder das auf die Pass etc. Das meine ich mit 188%. Sah wirklich krank aus. Man hat gedacht, okay, der überschattet Gogeta. So ist dem ist aber nicht so. Und das heißt, sind beide schon auf einer Wellenlänge, sag ich mal. Anyway, Freunde, unser... Oh, der greift uns an. Oh mein Gott, die S-Animation sieht so gestört gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 2,1 hier, ran mit dir. Die Sache ist, ich glaube, Broly, der hat... Broly hat, glaube ich, einen Duke, der Friend. Naja, Freunde, so viel zum Dokkan-Event von Broly und Gogeta. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.